Du möchtest besser schlafen, ohne direkt zum Arzt rennen zu müssen oder zur Apotheke rennen zu müssen? Dann bist du hier im Video Gold richtig. Ich werde dir in diesem Video mal sechs Tipps vorstellen, die nichts kosten und die sich direkt positiv auf deinen Schlaf, auf dein Schlafverhalten auswirken. Also, kurzes Intro und dann geht's los. Tipp Nummer 1 ist, vermeide Kaffee bzw. generell koffeinhaltige Getränke nach 16 Uhr. Ja, Koffein wird ja vor allem dazu genutzt, dass wir wach werden, ja, konzentrierter arbeiten können und ist nicht sonderlich gut für unseren Schlaf. Ja, wir wollen ja schlafen und nicht wach werden oder nicht konzentriert arbeiten. Wir wollen ja schlafen. Und Koffein hat eine Halbwertszeit von 4 Stunden. Also auch 4 Stunden, nachdem wir das letzte Mal Koffein zu uns genommen haben, ist immer noch die Hälfte von diesem Koffein in unserer Blutlaufbahn. Ja. Forscher sagen, so 6 bis 8 Stunden zwischen dem letzten Koffeinkonsum und dem Einschlafen oder dem Schlafengehen, das ist in Ordnung, das ist ideal. Man muss jetzt ganz klar sagen, ja, die Auswirkungen von Koffein sind sehr individuell, je nach Mensch auch. Und man kann auch eine Resistenz gegen Koffein aufbauen. Ja, das nur so am Rande. Aber probier doch mal wirklich nach 16 Uhr kein Koffein mehr zuzuführen. Ja, kein Kaffee mehr, kein Tee mehr, kein grüner Tee mehr oder koffeinhaltige Tees mehr, auch Schokolade, da ist auch Koffein drin, ja, in gewissen Teilen und einfach kein Koffein mehr nach 16 Uhr. Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2 ist, vermeide blaues Licht am Abend. Blaues Licht ist eine spezielle Lichtfarbe, die heutzutage vor allem in künstlichen Leuchten vorkommt, in LED-Leuchten und auch in Bildschirmen, wie beispielsweise dem Smartphone-Bildschirm oder dem Laptop-Bildschirm, dem Fernseher und so weiter. Und dieses blaue Licht kann 2 Effekte haben. Morgens kann es den Effekt haben und tagsüber, um unserem Körper zu signalisieren, hey, es ist tags, wir wollen nicht schlafen, die Melatoninproduktion, also die Produktion von dem Schlafhormon Melatonin wird gehemmt. Okay? Also unserem Körper wird signalisiert, es ist Tag, wir wollen nicht schlafen. Abends passiert jetzt genau das Gegenteil. Ja? Abends wollen wir ja Melatonin produzieren. Wir wollen ja schlafen und wenn wir jetzt unserem Körper blauem Licht aussetzen, bekommt er auch das Signal, hey, es ist Tag, wir wollen immer noch nicht schlafen. Ja, und das ist das Problem am Abend. Deshalb wollen wir am Abend blaues Licht vermeiden. Ja, also an dieser Stelle Tipp, 2 Stunden vor dem Schlafengehen, ja, 20, 21 Uhr, kein blaues Licht mehr über Smartphone, über Laptops, über künstliche Lichtquellen. Ja, wenn es doch mal sein muss, noch auf Smartphone zu schauen, dann kann man einen Blaulichtfilter nutzen oder am Laptop gibt es bestimmte Programme, die den Blaulichtanteil aus diesem Bildschirm herausfiltern. Aber besser ist doch nochmal einfach ein gutes Buch zur Hand zu nehmen, mit dem Partner reden oder auch mal Gesellschaftsspiele oder so spielen. Ja, gibt ja 1000 Möglichkeiten. Tipp Nummer 3 ist, verbringe mindestens 30 Minuten im Tageslicht. Tageslicht ist sehr, sehr wichtig, damit sich unsere innere Uhr einstellen kann, synchronisieren kann, damit unser Körper auch Bescheid weiß. Ist jetzt Tag, ist jetzt Nacht, wie viel Uhr haben wir eigentlich? Außerdem ist es noch wichtig, Tageslicht zu bekommen, damit das Glückshormon Serotonin gebildet werden kann, welches wir benötigen am Abend, damit dieses in Melatonin umgewandelt werden kann. Melatonin, das Schlafhormon. Und jetzt gerade auch im Winter ist das Tageslicht immer noch bis zu 7-mal heller als irgendein künstliches Bürolicht beispielsweise. Also nicht nur in der Uni-Bibliothek hocken oder im Büro sitzen, sondern auch mal raustreten vor die Tür und ein bisschen frische Luft schnappen. Der 4. Tipp ist, nutze To-Do-Listen am Abend.
Ja, wir kennen ja sicher alle das Grübeln am Abend über Dinge, die wir nicht geschafft haben oder die wir morgen erledigen wollen, über Probleme im Job, über eine Präsentation, die wir vielleicht halten müssen, etc. etc. Es kann daher psychologisch sehr sinnvoll sein, den Tag gedanklich abzuschließen mit beispielsweise einer To-Do-Liste, ja, für den nächsten Tag. So weiß der Körper oder so weiß man, hey, für morgen ist alles vorbereitet, alles durchgeplant und man braucht sich keine Sorgen mehr machen, man kann dann ganz entspannt einschlafen. Ja. Also Tipp, den Tag gedanklich abschließen mit einer To-Do-Liste, mit einer Liste, wo man seine Gedanken niederschreibt, umso detaillierter, umso besser. Das haben auch Studien gezeigt. Und in diesem Zuge auch direkt 2 bis 3 Stunden vor dem Schlafengehen. Am besten wirklich die Gedanken rund um die Arbeit streichen. Der 5. Tipp ist, vermeide Mittagsschläfe. Ja, vor allem lange Mittagsschläfe. Ich höre es von so vielen Menschen immer wieder, dass sie noch Mittagsschläfe machen, ja, die auch ein bisschen länger mal sind, ja. Ein Powernap 20 bis 30 Minuten ist okay, aber alles drüber, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man bereits in die Tiefschlafphase gerät und am Abend ist man dann einfach nicht müde genug. Ja? Der ganze Schlaf-Wach-Rhythmus gerät ein bisschen aus dem Takt und dann sind eigentlich die Schlafprobleme bereits vorprogrammiert. Ja? Also lieber ein Powernap, am besten aber gar keinen Mittagsschlaf, egal wie müde man ist. Bei dem Powernap hier ein kurzes Video, Mittagsschlaf 2.0, ja, die Kombination von Koffein mit einem kurzen Powernap. Super Sache, super effektiv. Also guck's dir mal an, probier's aus. Kommen wir zum letzten Tipp von diesem Video. Einer der wichtigsten Tipps überhaupt, eigentlich die Basis von allem, regelmäßige Schlafenszeiten. Ja, gehe zu regelmäßigen Schlafenszeiten ins Bett, also gehe immer zur gleichen Zeit ins Bett und stehe auch immer zur gleichen Zeit auf, egal ob es jetzt unter der Woche ist oder am Wochenende. So ersparst du dir den kleinen Jetlag am Montagmorgen, weil du am Wochenende wieder länger geschlafen hast, später ins Bett gegangen bist und so ersparst du dir diesen Jetlag am Montagmorgen. Du bist einfach fit, du bist jeden Tag einfach fit, weil dein Körper sich an diese regelmäßigen Schlafenszeiten gewöhnt hat und wirklich einer der besten Tipps, die ich immer wieder geben kann, regelmäßige Schlafenszeiten, eine super Sache, verbessern dein Schlafverhalten und erhöht auch deine Schlafqualität extrem. So, alles klar, das war's auch schon von diesem Video mit den 6 Tipps. Ich denke mal, es wird noch ein anderes Video kommen mit weiteren Tipps. Es gibt so viele coole Tipps, die man umsetzen kann, um seinen Schlaf zu verbessern, die nichts kosten, die nicht viel Aufwand erfordern. Klar, man muss ein bisschen aktiv werden, man braucht ein bisschen Disziplin, aber hey, es lohnt sich. Man hat so viel mehr Energie am nächsten Tag oder generell mehr Energie. Man schafft viel mehr, ja, was man sich vornimmt. Man kann Dinge anpacken, man vertrödelt nicht den ganzen Tag. Eine super Sache, ja, ein bisschen aktiv werden und ein bisschen was für die eigene Schlafqualität tun, kann nicht schaden. Okay, das war es jetzt aber von mir. Schreib mal gerne in die Kommentare, was du noch für Tipps kennst und welchen Tipp du auch gerne umsetzen möchtest davon. Ansonsten einen Daumen, ein Abo, damit du kein Video mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, tu deinem Körper was Gutes, schlaf gut und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!